Hola, ladies and gentlemen, we are back here in Berlin. Freunde, wir geben, beziehungsweise begeben uns gerade auf den guten alten Bunker. Ich war erst einmal da, wir haben heute einen Special-Gast am Start, den wir heute mal so richtig einen Tritt in den Hintern geben werden. Ich bin sehr gespannt auf Marvin, ich habe ihn noch nie in Action gesehen. Wir werden, glaube ich, soweit ich weiß, also nach seinem Plan trainieren, Rücken, Bizeps nehme ich an. Bin sehr gespannt, was der Junge drauf hat. Bin ein bisschen nervös, Digga, wieder mal komplett wenig gepennt und so, aber drauf geschissen, Alter, wir ziehen da jetzt durch. Die wollen uns nicht reinlassen, glaube ich. Nee. John ist, glaube ich, auch am Start hier, Freunde. Weil wir werden hier nicht reingelassen, die wollen uns nicht. Johnny will uns auch nicht. Moin, Digga, das ist... Also so wird man gerne überrascht. Marvin, wie geht es dir, mein Guter? Wie lange wartest du schon? Eine Stunde. Aber ist gut, ich habe mein Premier verdauert, mein Baseballing, Digga. Diese scheiß deutsche Bahn, also jetzt mal ohne Witz, Junge. Wenn das jemand sieht von den deutschen Bahnmitarbeitern, ich reiß euch den Arsch auf. Ohne Witz. Fresse, Digga, was wo eine Leute, wir werden das für euch jetzt hier zerstören, Junge, das Gym auseinandernehmen. Let's go. Marvin wollte kein Energy, was ist los mit dir? Ich hab schon zwei getrunken, Leute. Ich muss ein bisschen auf mein Koffein aufpassen, Digga. Ich wollte halt pünktlich hier sein und musste ein bisschen früher aufstehen als sonst, deswegen brauche ich direkt ein Energy früh morgens. Sehe ich auch schon Johnny am Start. Marvin, ist das bitte auch immer so, wenn du Johnny siehst, direkt einfach, ich krieg direkt einen Lachflash, weil ich an so viele abgefuckte Sachen denke, die Johnny macht und gemacht hat. Weißt du, was ich heute gesehen habe? Ich stehe vorm Bunker, ich gucke nach links. Auf einmal steht da Johnny in so einer Leggings mit Silikonbrüsten auf der Straße und macht irgendwie so, dass sie wackeln. Johnny ist eine absolute Legende, Alter. Alleine war er da. Wir machen Only Rücken, weil ich trainiere momentan. Only Rücken? Okay. Ich trainiere nach einem Vierer-Split. Ja. So Sam Sulek-Style an alle, die ihn kennen. Weil ich habe oft das Problem, dass ich übertrainiere zu hart und dass die Regeneration nicht reicht. Auch wegen Schule und so, anderes Thema. Deswegen mache ich jetzt alle 4 Tage so gesehen eine Einheit. Du kannst dich komplett fokussieren auf eine Zielmuskulatur. Weil, guck mal, wenn du Rücken trainierst, danach noch Bizep, das geht noch. Aber wenn du Rücken, Bizep, hintere Bruder, Schulter trainierst, irgendwas bleibt immer. Ich hab auch einen Pull-Pull-Body-Day. Da habe ich Beinbeuger, Rücken, Bizeps und hintere Schulter. Ja, und ich sag dir, das Erste, was du trainierst, das wird weggeballert. Der Rest, der ist leider... Der Fokus leidet zu 100%. Ja. Aber Freunde, an der Stelle, Tipp, und ich glaube, da kann mir Marvin zustimmen, probiert einiges aus so. Jeder Körper ist anders, jeder Mensch ist anders. Deswegen probiert euch durch und macht selbst auch Erfahrungen. Und ja, jetzt erstmal ein bisschen warm machen. Und dann jagen wir Marvin heute mal durchs Gym und zeigen den Burschen, wo der Hammer hängt. Also, let's go. Geht's, Spitz. Okay, das ist gut, das ist. Ich habe vorhin gesagt, ich bin reingekommen, ich habe einen Lachflash bekommen. Warum? Weil ich mir vorgestellt habe, wie er später in der linken Längen da steht mit Schwimmflieg. Das passiert nicht. Hallo. Hallo. Servus. Hi. Hallo. Wir sind am Start. Alter. Maschine. Alter. Ohne Witz. Wir trainieren hier. Zerstören uns alle hier. Wir haben... Das kann man nicht sehen. Doch, komm. Wir pixeln nicht raus. Ich mache gerade 8 Übungen, armer Junge. Das wird hart. Ja, bodenlos. So, was ist jetzt die Situation? Ich finde einfach mein verdammtes Wasser nicht. Ich habe das vor 5 Sekunden hier gerade gehabt. Ja. Die hier wie ich in Erbsen hier. Wie kann sowas passieren? Okay, Bruder, ich bin zu, ich hab's aufgegessen, Digga. Also, ich bin einfach mehr, Digga. Leider kann man nicht sagen, aber ich habe halt lange Arme, ne? Hast du mal gemessen, wie lang deine Messweite von den Armen ist? Also ich sehe genau so, wie groß du auch bist. Ich glaube 19 Zentimeter, Digga. Was? Ach, wie viele schätzt du werden es sein am Ende? Wie viele Übungen? Boah, ich mache mindestens 12 Sätze Rücken schon, wegen Trapez und so alles, ja. 12 Sätze, okay, das ist wirklich wild. Und ich bin halt die ganze Zeit auf Wettkampf-Diät gewesen. Vom Ding her bin ich genau heute vor einem Jahr, in den Cut gegangen. Heute vor einem Jahr bin ich in den Cut gegangen. Und seitdem habe ich durchgängig nicht aufgebaut, also es wird langsam Zeit wieder. Ja, nee. Schön. Kannst mehr machen jetzt. Schön. Ah, okay. Gut. Die Veins auf dem Unterarm sind auf jeden Fall gepoppt. Das heißt, wir müssen gleich mal zukiffen müssen, Alter. Ja? Ja, safe. Machst du immer mit zukiffen, mein Pulde? Also ich sag, wenn du richtig den Rücken zerbumsen willst, stimmt, dann ergibt's definitiv, musst du eigentlich zukiffen benutzen. Das Argument, was ich immer höre, so ich will breitere Unterarme, dann trainier deine Unterarme einfach so gezielt. Weißt du, was ich meine? Dann werden die auch nicht breit. Nein. Ich auch nicht. Doch, einmal am Tag immer.
Machst du eher High-Rap, machst du eher Low-Rap? Digga, ich mach einfach Muskelversagen, sagen, Retalk. Okay, also, ich mach einfach bis nichts mehr, ich zähl gar nicht so. Come on, Fokus jetzt. Kopf aus und runter. Yes, come on. Jetzt zählt's, come on, hol sie dir. Den machst du noch. Rein da, rein da, komm. Geil. So, meine Lieben. Bruder, das kannst du nicht. Dein Gehirn funktioniert halt einfach nicht. Nach so einem Satz, Freunde, ist die Durchblutung nicht mehr im Gehirn, sondern woanders dementsprechend. Ist das die Verzeihung, dass wir hier nicht denken können? Boah, ich musste Antibiotika nehmen und so einen Scheiß. Und dann war ich 2 Wochen komplett weg. Ich habe in der 1 Woche Defizitkrankheit schon übelst Muskeln verloren. Keine Bewegung mehr. Dann musste ich Antibiotika nehmen, Alter. Und Antibiotika klaut dir alles, Digga. Und dann habe ich... Auch nur im Bett gelegen. Dann ging es mir auch 3 Tage so schlecht, dass ich gar nichts mehr gegessen habe. So. Und weißt du, was gerade... Ich finde, sowas ist manchmal wichtig. Und vielleicht auch für dich wichtig. Weil jetzt schätzt du, dass du ins Gym gehen kannst. Jetzt schätzt du deine Gesundheit noch mehr. Und deswegen, es ist ein Reset, Digga. Und man kommt immer stärker zurück, außer man quittet an dem Punkt, wo es am beschissensten Never wird. Never take Digga. Something for granted, Freunde, ohne Witz. Nichts ist selbstverständlich, seid verfickt nochmal dankbar, Essen haben zu können und solche Sachen. Und ich weiß, für uns unter Anführungszeichen Deutschland, Österreich ist es normal, aber Leute, es ist nicht normal, deswegen dankbar dafür sein und versuchen einfach das Beste daraus zu machen. Man weiß immer erst, was man verloren hat, wenn man es nicht mehr hat. Richtig. Alter, ich habe Body Dysmorphia technisch nichts aufgenommen gefühlt. Ich wollte mich nicht im Spiegel sehen. Jetzt gucke ich mir die wenigen Sachen an, die es von mir gibt und ich denke mir so, holy shit, Digga. Ich hatte so eine kranke Form. Digga, ich hab Body, das ist mal auf ein ganz anderes Level. Also, es werden viele von euch fühlen, aber was soll man machen? Kopf aus, weitermachen, let's go. Holy shit. Ja? Wenn wir diese sexy Maschine hier schon haben, dann werden wir sie auch schön beglücken. An alle, die so ein krasses Equipment nicht haben, nach Latzug einfach bei den Basics bleiben. Mhm. Enges Rudern am Kabelturm. 100% ist der Beste. Oder so eine Tiber-Rudermaschine, normale. Die haben auch schon die meisten Gyms. Ich glaube auch McFit und so. Ja. Safe, Thema aufgestürzt, Brust oder so. Würdest du sagen, ist bei dir Rückenschwäche? Also Rücken war auf jeden Fall eine krasse Schwäche. Ich habe, obwohl ich nur Cut gemacht habe das ganze Jahr, die verbessert. Mhm. Und jetzt im Aufbau ist, werden wir sehen. Weil bei mir ist so das Problem gerade, untere Rücken, so das Fleisch da mäßig. Du hast zu viel untere Rücken? Nicht zu wenig. Digga, lass es. Unterer Rücken, wenn der zu krass ist, nimmt den nur deine schmale Taille von der Seite. Wenn du hier so stehst... Also nur Schultern so trainieren. Nur Schultern und Brust. Nur Schultern und Bizeps. Nee, aber Bruder, ich muss nicht Ingenieur sein, um die Maschine zu verstehen. Also nee. Marvin macht immer ein Abitur, das habe ich nicht vorne. Also Marvin ist mir einen Schritt voraus. Aber naja, Digga, noch habe ich es nicht, Digga. Aber letzte Klasse, oder? Hä? Letzte Klasse. Jetzt ist 12, Digga. Ist kritisch? Ist kritisch. Aber ich krieg's noch, ich krieg's hin, Digga. Ich krieg alles hin. Das ist wichtig, Freunde. Glaubt an euch selbst. Bruder, Duo-Übung. Ja, richtig. Wadenhemd und Rücken in einem, Digga. Das ist zeiteffizient. Oh, Alter, die geht aber rein. Also, mach mal bitte. Ich find's geil, wenn du, kannst mal probieren, wenn du so bleibst und nicht so mit vorgehst. Ja, okay. Jeder, nach, da ist auch interessant. Nach jeder, Diät, nach Diät, Bruder, ey. Mein Kopf ist kaputt. Ich mach Freestyle nach Gefühl, ja. Vor allem, es gibt nicht den Weg, es gibt viele Wege. Boah, das war mal wieder hier. Goethe. Ohne Pump? In der Diät, naja, schon mit Pump. Und so Peak Bulk, wo ich 120 gewogen habe, ich so 48, irgendwas gehabt mit Pump. Da war ich 16. Aber halt auch fett so, aber auch nicht so fett, also. Wie ist eigentlich jetzt, weil willst du wieder so richtig dirty bulken oder nicht? Ich sag mal so, ich will clean bulken, aber ich habe keinen Bock auf so einen lean bulk. Weil damals hat bei mir auch schon 200 Kalorien Überschuss, hat nicht funktioniert richtig. Ja, mir hat erst 250 oder 300. Bruder, ich sag ehrlich, ich bin so jemand, ich gehe immer an die Grenzen. Okay. Das ist lustig, die beiden, ich habe einmal einen Bulk gemacht in meinem Leben, das war 7000 Kalorien, ja, über 3 Monate lang.
Und die erste Diät, die ich gemacht habe, war direkt Wettkampfdiät. Also ich habe noch nie so ein Maintenance-Zwischending gemacht. Ich finde halt nur, damit du meine Perspektive hast, ich denke mir halt, und auch für die Leute da draußen, dieses übertriebene viel Fressen, am Ende des Tages, was willst du sein? Willst du fett sein oder willst du muskulös sein? Und wenn du 5000 Kalorien Überschuss jetzt überspitzt fährst, wird dir das nicht mehr Muskulatur bringen, als wenn du einen moderaten, leichten Überschuss fährst und du über Wochen wenig zunimmst, sag ich jetzt mal. Außer du willst halt Fett zunehmen. Für die, die wirklich, wirklich so, so, so lauchskinny sind, okay, haut rein am Anfang auch. Aber passt auf, dass es nicht einfach zu ausartet, weil ich habe die Erfahrung gemacht, man fühlt sich dann unwohl, man fühlt sich aufgedunsen, alles mögliche. Deswegen, ich schaue und ich will lieber leaner sein und dann, wenn ich in den Aufbau wieder jetzt gehe, einfach leichten Überschuss und wirklich langsam und stetig aufbauen. Aber da hat auch jeder seine anderen Herangehensweise. Ja, für mich, ich mag so langsame Sachen nicht. Ich werde nicht nochmal 7000 fressen. Es gibt schon manche Sachen, wo langsam geil ist, oder? Ja. Was ist der Bodycount, Marvin? Das ist die Frage, die haben wir auch Wadim gestellt und so. Also nicht mehr. Wir zwingen hier am Channel niemanden was zu sagen. Ich glaube, die meisten würden sagen, es ist viel, aber es ist nicht viel. Also ich sag mal so 3. Hattest du schon mal eine Freundin? Also ich hatte noch nie eine richtige Freundin. Vielleicht liegt es am Bodybuilding, Bruder, vielleicht sehe ich scheiße aus. Das ist das Beste. Die Leute glauben immer, dass ich weiß nicht, in unseren DMs oder so kann 500 Weiber sind oder so. Das ist halt der größte Bullshit. 99% nur Männer. 99% ohne. Ich finde es auch geil so, Digga. Ich weiß nicht, also. Aber Schüsse, heute der Tag, heute hat mich eine geile Dame erwartet. George hat schon gesehen. Maschala, oder? Grüße an die Dame. Grüße an die Dame, ich hoffe, die sieht das nicht. Na komm. Oh, schön. Geil, Digga, die gehen so gut rein hinten, Alter. Komm! Jetzt mach mal noch ein paar, Digga. Ein Stück, komm! Komm, Alter, genau das ist es, Digga, ja! Spieß, Alter, und jetzt noch kommt zwei Squeezen. Langsam. Und noch ein, komm. Und langsam, halt gegen. Schön. Alter. Geil, Digga. Ich hab den Turbo gezündet, Digga. Wir sehen aus wie Brüder, Alter. Ja? Bist du der Ältere oder der Jüngere? Bist du noch 17 eigentlich? Ja. Krass. Das heißt, du hast wann Geburtstag? In zwei Tagen. In zwei Tagen? Das ist krass, ne? Das ist gefühlt mein letztes Rückentraining mit 17, Digga. Und es ist mir eine Ehre, es hier auf dem YouTube-Kanal von Manuel festzuhalten. Es wird verewigt, Freunde. Kurze Frage, bevor wir weitermachen. Ja? Willst du Nettie bleiben oder willst du mal Profi-Niveau, nennen wir es mal so, umschreiben wir es mal so, beginnen? Das ist schon, Digga, ich hasse die Frage. Ja? Weil, wenn man so jetzt so Bilder sieht, heftig, ich habe immer gesagt, ich will Nettie bleiben, eigentlich wegen den gesundheitlichen Problemen und so, das darf man nicht verleugnen, das ist einfach 100%. Crazy. Und ich will auch vor allem sehen, was natural möglich ist. Ich bin jemand, ich will sehr hoch. Wenn ich sage, ich stoffe, dann kommt aber wieder nicht leichter Überschuss bei mir, sondern nein, Spaß. Okay. Ich stoppball euch direkt, das, Markus. Das würde ich dann gerne sehen, dann wiegt nämlich auf einmal 150 Kilo, Digga. 1,93 oder 92, oder? Ja, Bruder, ich warte doch nur, bis ich 18 bin, damit ich endlich zum Arzt laufen darf. Ja. Spaß. Komm ich mit, Leute. Sehr, sehr schön, Digga. Ich bleib bei zwei Sätzen, wenn ich eine Pussy bin. Ich mach nicht so viel Volumen derzeit. Ist auch so ein Ding, ne? Ich habe mal wenig Volumen trainiert. Und aber, also intensiv, ich trainiere mal intensiv. Mir ist richtig schwindelig, ne? Ich habe mein ganzes Leben gefühlt hohes Volumen trainiert. Mhm. Und es hat immer besser funktioniert. Es gibt auch Phasen, da knallt auf einmal ein niedriges Volumen. Man muss sich so... Hast du keinen fixen Trainingsplan eigentlich? Ich sag ehrlich, ich weiß, was ich trainieren muss, was für Muskelgruppen ich treffen sollte. Also ich gehe jetzt nicht hier nur und mach 10 Sätze Latzug und verpiss mich so. Aber was das angeht, ich mach Freestyle. Okay, krass. Auf dem Weg zum Gym überlege ich schon, das. Ich kann das gar nicht zum Beispiel. Ich track seit 3 Jahren eigentlich jeden Tag und habe eigentlich immer einen fixen Trainingsplan seit 3 Jahren jetzt. Heftig. Und ich weiß nicht, ich fühle das für mich am besten. Deswegen auch da wieder, Leute. Es gibt so viele verschiedene Typen. So, nagelt euch nicht auf eine Sache fest, probiert viel aus. Wie man sieht, alles kann funktionieren, Digga. Form Geist ist gestört. Was lernen wir daraus? Probiert viel aus. Boah, das hat sich gereimt, Digga. Also ich will mit Johannes reden auf jeden Fall. Das ist ja mein Coach für alle, die mich nicht kennen. Ich bin der Konkurrent von Vadim und Johannes ist mein Coach. Ich war auf dem Wettkampf und alles. Ich wurde von Johannes gemobbt und bin zum Konkurrenten von Vadim geworden und hab dann auf der Bühne noch den ersten gemacht. So. Teenager-Klasse auch? Ja. Bam, da sind wir hier beide
Top 1 Teenager-Klasse, yes man. Mir ist eigentlich scheißegal, ob Bulk oder Cut. Ich ziehe, egal was ich mache, komplett durch. Ich will jetzt endlich mal, die Tore öffnen sich geradezu, noch mehr Muskulatur. Ob ich das Lean mache oder nicht, das entscheide ich noch. Aber ich werde auf keinen Fall jetzt direkt einen 3000er Switch nach oben machen von 3 auf 6K. Jeden Tag 2 Ben & Cherry Tops, 500 Gramm Steak, 5 Packungen Müsli. Und dann weißt du, was ich jetzt sage, Digga? Nach meiner nächsten Diät und nach deiner müssen wir eine Challenge gegen dich machen, Digga. So. Können wir machen. Wer kriegt schneller 10.000 Kalorien rein? Irgendwie sowas, Digga. Das ist so eine Platte, habe ich noch nie gesehen. Diese Platte ist für Ego sein Urvater, Alter. Das ist einfach ein scheiß Autoreifen, aber es sind nur 20 Kilo, so. Oh, total stark, Alter. Digga, wir irren hier rum wirklich wie zwei Vollidioten, die also absolut wie jede Gehirnzelle verbrannt Digga, haben. Wir sind auch zwei Vollidioten. Das stimmt auch wieder, aber so dumm sind wir auch wieder nicht. Gutachte. Okay, George, verrat nicht zu viel. Das war so eine. Fuck you. Gib mir 10 cm ab, gerne. Oh! Von was 10 cm? Die anderen, die brauchst du, George. Boah! Das ist schon gut schwer, Alter. An alle, die keine T-Bar in ihrem Gym haben, das ist meine Go-To-Übung. Habe ich auch 2 Jahre lang gemacht. Ist jetzt wann trainierst du nochmal? An meinem 14. Geburtstag, also genau in 2 Tagen. Was war der Grund? Vor 4 Jahren. Heartbreak, Spaß, also. mit 14 schon am Start, okay? Real Talk. Scheidung. Ich glaube. Ja, ich habe den scheiß Ring gekauft, Bruder, und dann. Ich habe mit 14 angefangen, davor habe ich so Kampfsport gemacht. Ich habe auch bis zu meinem 16. Lebensjahr nebenbei Kampfsport noch weitergemacht. Ich habe 2,5 Jahre Boxen gemacht und dann 2 Jahre Kickboxen von 14 bis 16. Social Media und Bodybuilding. Was machen die? Machen wir Kampf. Influencer-Kampf. Wie Long Paul gegen Ingwin. Was machen? Ich hätte Bock, Digga. Ich mache Vorbereitung. Scheiß Übung mit 50 Kilo gemacht mit 16, Digga. Aber es ist krass, juckt dich das so, dass du so stark bist? Ich sag's dir, bei mir, ich gebe da immer so einen Fick drauf, wie viel Gewicht ich bewege. Einfach einen geilen Pump bekommen, ja, die Muskeln spüren. Ich sag immer schwer und richtig. So schwer es geht und halt genau. 100%ig richtig. Richtige Ausführung und dann schwer, dann ballert es übertrieben so. Und das habe ich auch gemacht, aber in einem Jahr Diät wirst du einfach schwach wie ein Stück Scheiße. Mein 16-jähriges Ich würde mich mit 18 wahrscheinlich in jeder Übung komplett so, Digga. Weißt du, komplett wegbumsen einfach. In jeder Übung. Mich nicht, weil ich habe mit 23 Kilo meinen Latzug gemacht, ein Jahr lang. Halt wirklich, ich habe Digga, sowas. Ich hab mich angeschissen vor schweren Gewichten, Freunde, aber. Okay. Ich will so lachen, wenn dieser Bizeps abreißt. Bei dem Schwung kann gar nicht. No joke, kann nichts passieren. Das war mehr dynamisch. Die 42 Kilo unaufgewärmt. Bruder, ich merke einfach direkt, wie mir schwindelig wird von dem Scheiß. So dumm. Piu! Ja, sehr schön. Komm, Marvin. Die Dehnung über den ganzen Rücken, Junge, da sogar. Ja, obwohl ich eigentlich habe richtig gute Haut, was Dehnungsstreifen angeht. Gar keine, ich weiß nicht warum. Etwas so. Keine Ahnung, Natur aus viel Kollagen. Also meine Mutter. Ja? Ich habe 4 Brüder, ne? Ihr seid 5. Ja. Digga, ich was ist da an euch? Junge. Bruder, ich habe eigentlich auch viel länger Kampfsport gemacht, wenn man die ganzen Jahre Vater, mit meinen Brüdern. Okay, erzähl. Ja. Meine Mutter hat nicht mal diese Dehnungsstreifen hier, weißt du? Also nicht mal, wirklich, Digga. Krass. Das ist krass, okay. Deswegen, wenn hier auch nur der kleinste Riss kommt, dann weiß man, man macht irgendwas richtig bei mir. Vor allem in einem Monat ist er immer wieder weg. Und abgesehen davon, Freunde, seid stolz auf die Ideen, Schalke. Ja, ohne Witz. Komm, Marvin. So. Und rein, komm. Schön.
Roller muss ja so Spannung halten. Ich habe einen Bauchpump, verdammte Kacke. Es geht krasser auf den Bauch, als man denkt, Alter. Aber ein Satz reicht mir da jetzt noch, ehrlich gesagt. Ich mache einen zweiten. Ich mache auch noch einen zweiten, aber danach brauche ich keinen mehr da. Digga, scheiße, ich mache mit dir mein Rückenvolumen hier gerade für 4 Wochen vor. Das ist bei mir ist ganz normal so eigentlich. Also wirklich, danach. Das ist krass. Digga, 200 IQ. Das war wirklich die Zusammenfassung aus kein Abitur, Digga, und ich mach noch Abitur und bin am Struggeln, Alter. Ich kann auch so machen, ja, ja. Ich sag auch insgesamt, das ist ein übelst geiles Gym, aber das wäre für mich nicht so ein Daily. Ich finde die Maschinen so geil, aber so diese Ami-Gyms, Alter. Was ist bei New York dort in der Nähe? Jersey. Jersey, New Jersey, dort sind geistesgestörte Gyms. Da ist David Late her und so, da ist Ende, Digga. Ich plane da auf jeden Fall irgendwann hinzugehen, beziehungsweise mal hinzufliegen für 1-2 Wochen wieder. Ja, ich habe 15 Kilo abgenommen. Was ist das für ein Getränk? Ein Monster. Das sind Ausnahmen, Freunde. Beziehungsweise ich habe noch nicht viel drinnen. Aber es ist nicht mal so schlimm, Digga. Es sind 100 Kalorien. Ich sag euch ganz ehrlich, ich kann in jeder Lage immer bis 10% Körperfett runter. 100 ist oft. Es ist so einfach. Ich habe weder Hunger noch irgendwie Struggles mit Energie, noch fühle ich mich extrem wacko, flach so. Bis 10% komme ich immer und du bist jetzt auch gerade so, genau die Diät machst du eigentlich gerade so? Für die, die es nicht wissen, ich bin groß geworden und habe Manuel auf YouTube gesehen. Da war ich noch, geil. Das waren die Anfänge, Alter. Das habe ich alles geguckt. Geil, mit Paul dazu. Und ich war so geil, Digga. OG Times, Leute, wir sind mittlerweile schon ein bisschen länger dabei. Und we are here to stay. We are here to motherfucking stay. Noch einmal probieren, komm! Schade.